Ja, also ganz am Anfang hat es einen wirklichen Grund gegeben. Ich bin ja 1984 wegen der Christiane Hörbiger nicht in das schon halb beschlossene und eigentlich fast schon übersiedelte Venedig gezogen, Ja. wohin ich hätte ziehen wollen, sondern ich bin zu ihr gezogen in die Schweiz, nach Zürich. Und dann haben wir dort gleich am Anfang gesagt, wir heiraten. Und dann hat es geheißen, das wird nicht gehen, weil die Frau Hörbiger eine angeheiratete Schweizerin ist. Der Sohn war dort in der Schule, sie hat dort ihr Haus. Und hat sich eine angeheiratete Schweizerin, einen Ausländer geheiratet, hat sie die Staatsbürgerschaft verloren. Und da hätten wir dann plötzlich als zwei Ausländer in Zürich mit einem Haus, das ihr gehört, und einem Sohn, der auf einmal ausländische Eltern, Stiefeltern hat. Also gesagt, das ist einfach nicht möglich. Und da haben wir es am Anfang sein lassen. Später haben sie dann dieses Gesetz geändert, da hätten wir heiraten können, aber ab da war es die reine Schlampe.